genau. Und jetzt lauf doch mal mit dem Text hier so ran, dass ihr dann genau dann da steht. Oh, Text, oh, Text. Dann hier. Genau, und du machst einfach nur die Totale drauf. Du musst dann auch auf Felix mit dem Stativstück rutschen. Ja, vielleicht machen wir das auch noch mal extra, da müssen wir noch mal gucken. Ihr zwei wart ja hauptsächlich für die Regie verantwortlich. Worauf müsst ihr als Regisseurin achten? Auf alles. Also erstmal das Gesamtpaket, dass das alles stimmig aussieht, die ja zum Beispiel jetzt beim Schnitt, dass die Übergänge flüssig sind, dass die Szenen zueinander passen, dass du das ein bisschen abwechslungsreich gestaltest und halt eben dann beim Dreh jetzt auch auf die äußerlichen Einflüsse, jetzt zum Beispiel das Licht, ob jetzt beim ersten Take strahlender Sonnenschein und beim zweiten so ein riesiger Popel von Wolke vor der Sonne steht und das dann alles übelst dunkel aussieht. Oder dann halt eben auch solche ganz Kleinigkeiten, wie zum Beispiel unterschiedlich gefärbte Haare. Ja, die Jasmin hat am Anfang blaue Haare, dann hatte sie zwischendurch mal blond. Aber das ist uns erst später aufgefallen, oder? Ja, also beziehungsweise war es ja auch nicht mehr zu ändern. Deshalb achten wir auch auf ganz große Sachen, zum Beispiel wo wird gedreht, wo hat man gute Ansichten von der Stadt, wo kann man gut drehen. Eben bei schwierigen Lichtverhältnissen wird der Text gesprochen, der im Textbuch steht, wird es gut gespielt, auch ganz wichtig. Und wird es vor allem so dann auch im Kasten, dass wir es im Schnitt richtig weiterverwerten können. War es für dich eine Herausforderung, gleich bei 3 Filmen den Hut aufzuhaben? Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang fanden wir die Idee ganz stark. Und wir finden das auch immer noch ganz toll, dass wir mit 3 verschiedenen Filmen auch wirklich 3 verschiedene Stadtaspekte in den Fokus rücken können. Aber es wird natürlich zum Ende immer ein sehr großer Batzen Arbeit, weil verschiedene Takes dann halt nicht klappen, weil man viele Sachen nachdrehen muss, was man halt nicht mit einplanen kann, insbesondere alles, was so wetterabhängig ist. Und von daher war das Pensum jetzt zum Schluss sehr groß für, und ich sag mal, für alle natürlich eine ziemliche Herausforderung. Lisa, in Film 2 hast du als Reporterin fungiert und konntest durch die Interviews ein paar Eindrücke sammeln. Wie bereitet man sich darauf vor? Also man muss sich damit wirklich ganz konsequent befassen und sich vorher schon mal hinsetzen und sich die Fragen ausdenken, weil wenn man sich dann vor die Leute setzt, die man befragen möchte und man stellt Fragen, die nicht zu deren Themengebiet gehören, wirkt das ziemlich unprofessionell und es wirft ein schlechtes Licht auf den Reporter und ja...